Ja, hallo Freunde. Wie ihr seht, das erste Mal heute mit einem komplett neuen Design und Hintergrund von mir. Und ich werde versuchen, meine Videos jetzt immer so zu gestalten. Es hat ein bisschen Mühe gekostet und war ein bisschen aufwendig und es hat aber auch Spaß gemacht, das so hinzubekommen, dass es dann auch so einigermaßen klappt. Ich habe heute zwei Sachen, wo ich erledigen möchte in einem Video. Und zwar, ihr seht schon hinten auf dem Bildschirm, das wäre das erste, eine Videobotschaft an den Dampftuber. Und zwar hat er ja aufgerufen, wir sollen was machen und natürlich werde auch ich mich hier beteiligen. Aber auch ich werde nicht an der Verlosung teilnehmen, weil ich auch genug Equipment habe und auch Dinge nicht mehr brauche. Aber teilnehmen werde ich natürlich schon an der Umfrage oder an der Frage. Wir machen dann mal weiter. Also, jetzt geht es um die erste Frage. Die erste Frage, was mich interessieren würde, ist, wann hast du mit dem Dampfen angefangen? Ja, also ich habe angefangen mit dem Dampfen. Das war ganz einfach. Und zwar habe ich angefangen am 8. November 2011. Und ich habe mir damals, und das ist die nächste Frage, Dann die zweite Frage, bist du mittlerweile weg von den Pyros oder dampfst du und immer noch die Pyros dabei? und ich habe eigentlich gar nicht mehr geraucht. Das heißt, ich bin ja schon seit 2008 gar nicht mehr Raucher. Das geht mir genauso wie dem CrackCrack23, der wo auch ein Video gemacht hat und der wo auch erklärt hat, dass er eigentlich kein Dampfer ist mehr, dass er kein Raucher ist, sondern er ist eigentlich nur wegen dem Feeling wieder zurückgekommen zum Rauchen. Und so ist es mir eigentlich auch ergangen. Also ich rauche nicht, ich bin auch nicht von umgestiegen, sondern ich habe eigentlich wieder angefangen. Was war dein erstes Dampfgerät bzw. dein erstes Set? Hast du mit der EGOT angefangen oder mit was völlig anderem? Ja, also angefangen habe ich, das kann ich euch zeigen, hiermit. Das ist die Volldampfpfeife von Party Nebula und mit der dampfe ich jetzt immer noch. Die macht mir immer noch sehr viel Spaß und man kann hier auch sehr gut alles mögliche Liquid testen. Und die würde ich, was er jetzt gleich fragt. Und würdest du mit deinem ersten Dampfgerät oder deinem ersten Set wieder mit dem Dampfen anfangen, also auch anderen Dampfern, Neulingen empfehlen? Ja, unbedingt. Ich würde sie also unbedingt empfehlen. Es ist natürlich kein reines Dampfgerät in diesem Sinne. Es ist mehr, will ich mal sagen, ja, was fürs zum Genießen. Also wenn man hier schon so ein bisschen an die Pfeife sich dran traut, ist das ein gutes Teil. Ist ein bisschen teuer, kostet ein bisschen was, ist aber immer noch verlässlich und ich habe es jetzt auch schon seit dem, wie gesagt, seit dem 8. November habe ich die Pfeife und mit der bin ich zufrieden. Dann natürlich, wie schaut deine Ausstattung momentan aus? Ja, meine Ausstattung im Moment ist, wie gesagt, Volldampfpfeife, die Joy 510T gekauft, sowas. Und die habe ich mir auch in einem Set gekauft. Und mit der dampfe ich jetzt im Moment auch noch ganz gerne. Die lässt sich auch gut benutzen.
immer mal wieder kurz zwischendurch. Der Akku, der bleibt ewig lange erhalten, weil ich ihn halt nicht so oft nutze, aber trotzdem bleibt er lang erhalten. Und man kann hier mit dem Teil geschmacklich auch viel anfangen. Das ist auch viel geschmacklich sehr gut. Ja, wie gesagt, und nachdem ist dann die Egothek gekommen in einem Set. Und da bin ich halt ein bisschen eingegangen. Da habe ich ein bisschen Lehrgeld bezahlt, weil das keine Original Joytick Ware war, sondern es war irgendwie von Amazon irgendwo aus dem Shop rausbestellt. Hat auch sein Geld gekostet, 70 Euro was, aber da bin ich reingefallen, zwei Akkus kaputt, aber da habt ihr ja Videos davon von mir, wo ich Probleme mit der Egothek gehabt habe. Ja, und dann als nächstes hatte ich mir gekauft die Lavatube. Das war so eine Art Weihnachtsgeschenk, die ist auch genau an Weihnachten gekommen bei mir. Das hat mich sehr gefreut und die Lavatube, die ist mir jetzt mein Hauptdampfgerät, will ich mal so sagen. Dann kurz danach habe ich mir bestellt, das ist auch sehr interessant, habe ich auch ein Video drüber gemacht, das ist die Kato, die Zigarre, nennt sich das. Und die ist in so einem Kästchen drin und die kann man schön mitnehmen ins Auto und kann die im Auto dampfen. Das war mein... Na und dann natürlich Verdampfer, jede Menge, wie jeder andere auch, der wo hier im Start ist, halt mit allen möglichen Ego-T-A-Verdampfer, dann habe ich den Tank... Habe ich auch gekauft. Da habe ich auch ein bisschen Probleme mit gehabt. Da ist mal einer ausgelaufen auf die Lavatube und da ist die ganze Brühe runtergelaufen. Dann habe ich den Gigantomizer. Das ist auch so ein Thema für sich. Und dann habe ich natürlich auch die Dual Coil von Smoketech. Und die Teile sind sehr gut. Die sind immer wieder hervorragend zum Dampfen und lange zum Dampfen. Kann man sich das schön benutzen, wenn man es mal den Tag über braucht. Das geht hervorragend. Ja, und dann halt einiges an Liquid. Aber das hat ja jeder mal irgendwo, was weiß ich, seine eigene Liquid-Sammlung macht ja jeder mal auf. So, dann machen wir weiter. Hat dich auch der Haben-Will-Virus befallen? Was? Na klar, hat er mich befallen. Das ist ja logisch. Hast du jetzt alles? Foto, was auch immer. Wie viel Geld hast du bisher fürs Dampfen ausgegeben? Nur so ungefähr. Ja, ich kann es ganz genau sagen. Ich habe fürs Dampfen im Moment ausgegeben 714,86 €. Weil ich, kommt noch ein bisschen immer Porto dazu, das habe ich jetzt nicht dabei, aber Gott, das summiert sich auch ein bisschen, aber rein fürs Dampfen habe ich das ausgegeben. Also ich habe 714,86 € ausgegeben. Das ist für einen, Entschuldigung, das ist für einen, der wo gar nicht mehr raucht oder als Nichtraucher angefangen hat, viel Geld für wieder anzufangen. Aber eigentlich sehe ich das mehr als Hobby und als Hobby gebe ich das innerhalb von, naja, wir haben jetzt auch den 7. gebe ich dies aus, sagen wir mal, innerhalb von 3 Monaten. Ist eigentlich in Ordnung. Das kann man machen. Ist das Break-Even? Ist das mehr als mit den Pyros? Hast du trotzdem noch... Das würde mich einfach mal interessieren. Weil mich selber hat ja eben dieser Hagelvirus durchaus... wie soll ich in Beschlag genommen? So kann man es, glaube ich, sagen. Ja, mich auch. Ich, immer wieder, immer jeden Tag Neues... Neue Tests lesen, neue gucken, was es Neues auf dem Markt gibt und auch bestellen. Jetzt habe ich wieder 2 Bestellungen gemacht, einmal mit Liquid und mein Flavored Art Liquid wird auch kommen demnächst. Die haben mir geschrieben, endlich nach fast 2 Monaten kriege ich endlich mein Liquid
und kann das auch mal testen. Freut mich natürlich. So, dann für mich persönlich, wie gefällt dir mein Kanal, also meine Videos? Und was? Ja, also deine Videos gefallen mir sehr gut und ich finde, du machst es prima. Wie alle anderen auch hier, sie geben sich Mühe, jeder versucht auf seine Weise irgendwas beizutragen. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der wo einem so nicht so zusagt, aber Gott, eigentlich macht es alle hervorragend und jeder macht auf seine Weise einen hervorragenden Job. Auch du machst dir einen wirklich guten Job. Gefällt dir nicht? Was könnte ich noch verbessern? Ja, was soll man da sagen? Nichts gefallen, das ist eigentlich immer so eine Geschichte. Jeder hat ein bisschen einen anderen Geschmack, jeder hat ein bisschen was anderes vor und jeder mag das eine oder andere. Aber man sollte hier nicht so hochtrabend sein und soll sagen, das gefällt mir nicht, das ist Shit oder das ist Scheiße. Oder das machst du gar nicht gut, das sollte man nicht machen. Also immer schön die Leute auch loben. Und nur wenn man halt dann selbst irgendwo in Kritik gerät, sollte man sich schon ein bisschen wehren. Das werdet ihr im zweiten Teil dieses Videos schon nochmal sehen. Nicht dran arbeiten. Dann die Frage, gerade was Liquids betrifft, hast du schon mal selbst gemischt? Nein, habe ich noch nicht. Werde ich mich aber demnächst dran trauen. Weil ich werde demnächst mir auch mal Base bestellen und dann wird es auch mal mit Aromen losgehen. Aber demnächst. Immer langsam an der Wand lang. Ne? Alle Liquids. Und die allerwichtigste Frage, die ihr mir beantworten müsst. Was ist hier in diesem Video anders als sonst, abgesehen von meinem Herpes? Und meinem Herpes. Ich habe nämlich auch Herpes. Ja, was ist anders? Ne? Es haben ja schon viele Videos gemacht und ich kann es dir ganz einfach beantworten. Es ist einfach dein Hampelmann, der hat das Beinchen hoch. Das haben wir gesehen, alle. Schaut euch gut um, dann werdet ihr es entdecken. Wie könnt ihr da jetzt diese Fragen beantworten? Am allermeisten. Ja, er hat ja gesagt schon, sollte eine Videoantwort machen und die haben wir gemacht. Die haben viele gemacht, muss ich sagen. Auch ich mache die und ich denke, das ist eigentlich ein schöner Weg, der gefällt mir gut. Das könnten wir öfters machen, dass man einfach so gegenseitig sich Videos zuschiebt und die einfach mal beantwortet. Und so geht es bei mir halt auch im zweiten Teil ein bisschen darum, um eine Beantwortung von einem Video von einem YouTuber. Ich weiß nicht genau, ob ich es machen sollte oder ich habe es mir überlegt, ob ich es machen sollte, aber ich mache es ganz einfach mal, auch wenn mir das vielleicht Kritik einbringt, aber ich muss halt damit leben. Ja, herzlich willkommen hier beim Dampfkommander, mein Name ist Andi. Also, der Dampfkommander, der Andi, der hat ein Video gemacht. Und zwar über... Und ich möchte euch wirklich darum bitten, lasst diese Filmerei oder Testerei während der Autofahrt. Ja, ihr habt eine riesengroße Verantwortung. Ja, lasst die Testerei beim Autofahren. Das betrifft natürlich mich im Besonderen, weil ich ja, das wisst ihr ja alle, die wo die Videos anschauen, da gibt es auch kein Geheimnis draus zu machen und das will ich auch gar nicht. Die, wo meine Videos anschauen, die werden sehen, dass ich auch im Auto Tests oder kleine Tests mache. Er hat in einem recht. Man muss natürlich beim Autofahren konzentriert sein. Und, liebe Freunde, ihr glaubt doch nicht, dass ich nicht konzentriert Auto fahre deswegen. Also ich mache es mal jetzt ganz einfach. Ich will es mal erklären. Und zwar... Da zeige ich euch jetzt mal kurz was. Augenblick mal, ich bin gleich wieder da. So, und zwar filme ich hiermit. Das ist ein iPhone 4. Da habe ich im Auto habe ich einen Halter.
Den habe ich direkt in der Mitte vom Auto und ich kann das iPhone 4 daran festmachen. So, und wenn ich das iPhone 4 dann in den Kameramodus versetze, das zeige ich euch jetzt mal. So, seht ihr? Jetzt filmt er uns selbst. So, und dann habe ich hier den roten Knopf vorne. Das ist der einzige Knopf, den wo ich drücken muss beim Autofahren. Das heißt, ich drücke einmal den Knopf. Ich bereite mir das natürlich nicht während dem Fahren vor, sondern vorher schon. Und ich drücke einfach nur diesen Knopf. Und dann schaue ich an der Kamera praktisch vorbei und fahre Auto damit. Und ich mache nichts anderes, wie wenn ich auch dampfen würde während dem Autofahren. Zumindest bei den meisten Videos, wo ich gemacht habe. Und ich bin mir sicher, dass wenn ich Zigaretten rauchen würde, auch ich bin mir sicher, ich bin 100% sicher, dass ich hier um ein Vielfaches mehr Gefahren ausgesetzt bin, mit Anstecken von Zigaretten, mit in Asche reinmachen in den Aschenbecher und so weiter und so fort, wie dass ich hier mal was erkläre, wo ich eigentlich direkt auf die Fahrbahn schaue und mir eigentlich nur meine Gedanken mache und das eigentlich vorlese. So wie ich das hier drin auch mache, ich blicke einfach an der Kamera vorbei, das seht ihr ja auch, und ich fahre hier konzentriert. Und ich bin auch nicht irgendwo schnell unterwegs, das heißt, ich bin erstens nicht auf keiner Autobahn oder so, das sieht vielleicht schnell aus, wie es aussieht, ist es aber nicht. Ich bin hier einfach auf der Landstraße, auf einer, das ist so ungefähr, naja, das sind ungefähr 13, 14 Kilometer, das geht so zwischen Dörfer zu Dörfer und das ist eigentlich eine gute Landstraße und da fahre ich mit 50 Kilometer, fahre ich da den Weg. Den fahre ich jetzt schon über 20 Jahre zu der Arbeit und ich weiß, wo da die Gefahrenquellen sind genau und ich werde mich hüten, hier irgendwo in eine Gefahrensituation zu kommen und mir das nicht zuzutrauen. Deswegen, es ist nett, dass er sich Sorgen macht um mich und es ist auch nett, dass andere Leute sich Sorgen machen drum. Aber man sollte auch mal bedenken, ich mache das gerne und ich weiß nicht, woran es hier jetzt so schlimm sein sollte, hier in die Kamera oder an der Kamera vorbeizureden und sich mal Gedanken zu machen. Wenn man beim Autofahren überhaupt nichts mehr machen darf, dann darf auch kein Beifahrer mehr dazu und da dürfen auch keine Kinder hinten im hinteren Raum sitzen oder sonst irgendwelche Radiosendungen, wo man zuhört oder Nachrichtensendungen, wo man hört. Oder rauchen oder sonst was. Also ich finde es nicht so schlimm, wie er es darstellt. Immer im Hinblick dahin, dass ich hier konzentriert bin. Das wollte ich eigentlich dann nur noch mal loswerden. Und ich hoffe, er ist mir nicht böse irgendwie. Oder ich bin ihm auch nicht böse, dass er jetzt hier Kritik an mir übt. Oder an den anderen Videos. Ich weiß nicht, ob es noch gibt. Aber bei mir ist es ja klar, dass ich es mache. Und deswegen wollte ich das einfach nur noch mal klarstellen, dass es so schlimm gar nicht ist. Also wie gesagt, ich filme hier mit dem iPhone 4. Ich habe hier einen Knopf, einen einzigen Knopf, den wo ich drücken muss. Und die Vorbereitung und das Nachhinein, das Laden und das Hochladen auf YouTube, das mache ich natürlich nicht während dem Fahren. Das ist ja logisch. Das mache ich dann immer hinterher, entweder zu Hause oder dann mache ich es mal kurz dort, wo ich dann angekommen bin. Ne? Also, ich sehe da kein Problem drin und ich traue mir das zu und ich denke, ich werde das auch weiterhin in gewissen Abständen auch mal machen. Das mache ich nicht immer, aber meistens habe ich dann da, wenn ich da irgendwo mal eine Viertelstunde fahre, dann fällt mir irgendwas ein und dann mache ich das auch. Und dann tue ich mir im Vorfeld schon überlegen, was könnte ich da machen. Da habe ich das dann schon im Kopf und dann ist das ja auch in Ordnung. Also ich denke, das dürfte eigentlich kein Problem sein. So weit, so gut. Also wie gesagt, Dampfkommander, ich bin dir in keinster Weise irgendwo böse. Ich hoffe auch nicht, dass du mir jetzt böse bist, dass ich dich hier mal erwähne. Aber ich denke, es sind ja alle
erwachsene Menschen und wir können mit Kritik umgehen und das kann auch ich. Und ich denke mal, Entschuldigung, ich denke mal, wir können uns hier, du hast ja auch aufgerufen dazu und ich habe mich einfach gemeldet darauf und ich denke, es ist jetzt klar, wie ich das sehe. Damit möchte ich mich eigentlich verabschieden und ich hoffe, euch hat das gefallen mit den beiden Videos, wo ich eigentlich jetzt besprechen wollte. Und ich habe es einfach mal auf diese Weise gemacht. Ich denke, dass es vielleicht auch mal interessant ist, so das zu filmen oder zu machen. Ich werde vielleicht das beibehalten und werde das immer wieder machen. Das soll es jetzt mal so gewesen sein. Ich habe eine neue Kamera gekriegt, die habe ich mir gekauft, das kann ich noch kurz sagen. Damit filme ich jetzt halt auch. Und das ist eine Panasonic, die SD40, die in der, wo ich jetzt mit filme, bin ich eigentlich ganz gut zufrieden. War nicht allzu teuer, 200 € hat sie gekostet. Ich wollte einfach mal ein Video machen, das wo auch extern, wo ich nicht unbedingt gebunden bin an den PC. Und dass man auch mal draußen filmen kann, wenn es dann schöner wird im Sommer. Und da kann man halt viele schöne Sachen mitmachen. Und da kann man auch mal rausgehen, kann sich draußen hinsetzen, kann mal draußen was filmen, was einem so einfällt. Das soll es gewesen sein, Freunde. Ich denke, man sieht sich und bleibt mir gewogen. Bis demnächst.